Das neue Actionspiel Thymesia hat eigentlich alles, was es für einen Hit braucht. Ein düsteres Mittelalter-Fantasy-Setting wie aus Dark Souls, der aggressive und schnelle Kampfstil aus Bloodborne, Fähigkeiten und Waffenauswahl wie in Sekiro. Klingt nach einem Best of the Souls-Spiele von From Software und liefert trotzdem noch genug Eigenheiten, um sich vom Copycat-Vorwurf freizukaufen. Nur leider ist Thymesia auch verdammt kurz, viel zu kurz, um seine Stärken so richtig zu entfalten. Tatsächlich ist mir selten ein Spiel untergekommen, das spielerisch so gut war und dann beim Umfang so derbe auf die Nase fällt. Vor ein paar Monaten konnte ich Thymesia nämlich schon ein paar Stunden lang ausprobieren und hatte mich seitdem sehr auf die finale Testversion gefreut. Hätte mein Zukunfts-Ich mir jedoch erzählt, dass ich damals schon ein Drittel des kompletten Spiels gesehen habe, hätte ich ungläubig den Kopf geschüttelt. Warum die Würze hier nicht in der Kürze liegt, erkläre ich euch jetzt im Testvideo. Aber fangen wir erstmal beim Setting und der Story an. In Thymesia übernehmen wir die Rolle des mysteriösen Schwertkämpfers Corvus, der versucht, seine Erinnerungen wieder zu erlangen. Auf der Suche nach Antworten durchkämmen wir mittelalterliche Burgen und Dörfer, die von einer mysteriösen Krankheit gezeichnet sind. Die Häuser sind verbarrikadiert, die Straßen leergefegt. Naja, mal abgesehen von den von der Seuche befallenen Menschen und Monstern, die uns an den Kragen wollen. Das sind zumeist humanoide Gegner, später addieren sich aber noch wunderschön groteske Bosse dazu. Thymesia versprüht dabei eine gewisse melancholische Einsamkeit, nicht unähnlich der großen Vorbilder. Letztlich bleibt die Spielwelt aber nur Fassade. Mit ein paar Ausnahmen gibt es zu wenig markante Orte. Das Environmental Storytelling kommt abseits der finsteren Ausgangslage oft zu kurz. Hier und da liegen aber immerhin Zettel herum, die ein bisschen mehr Details verraten. Zwischensequenzen sind hingegen rar gesät und die wenigen NPCs betreiben auch nur Cryptic Smalltalk. Dieses Video wird euch präsentiert von der Gamescom 2022. Es ist soweit. Die weltgrößte Besucherspielemesse ist endlich wieder zurück, vor Ort in Köln. Vom 23. bis zum 28. August können Gaming-Fans aus aller Welt gemeinsam ihr liebstes Hobby feiern. Spielt kommende Blockbuster, seht die neuesten Demos und stellt euch actionreichen Herausforderungen in der Entertainment Area. Schnappt euch seltenen Loot in der Merchandise-Halle, bestaunt ausgefallene Kostüme im Cosplay-Village oder sichert euch Autogramme eurer liebsten Let's Player oder Streamer. Macht die Gamescom zu eurer Messe und holt euch jetzt noch Karten für einen oder gleich mehrere Tage unter gamescom.de/tickets. Die einzelnen Areale in Thymesia sind übrigens nicht miteinander verbunden. Über eine kleine Hub-Welt tauchen wir stattdessen in unsere verschiedenen Erinnerungen bzw. in die Level ein. Die sind dann zwar ein ganzes Stück linearer als in Souls-Titeln üblich, ein paar nützliche Abzweigungen und geheime Pfade gibt's dann aber doch, also haltet die Augen offen. Neue Rüstungen und Waffen können wir dabei allerdings nicht finden, es gibt meist nur Auflevel-Ressourcen oder Infohäppchen. Immerhin sind aber die Checkpoints fair gesetzt, sodass wir nach dem Tod nicht zu weit rennen müssen, um die verlorenen Erfahrungspunkte wieder einzusammeln. Doch trotz aller Kritik, sobald der Kampf beginnt, glänzt Thymesia mit rasanter Action und ein paar spannenden Gameplay-Kniffen. Um diesen Kampf hier zu gewinnen, habe ich lediglich einen Säbel, ein paar Federn, die unterbrechen gegnerische Spezialangriffe, und meine Seuchenkralle. Doch mein Feind unterschätzt mein kleines Arsenal. Ich nutze nach einem Ausweichmanöver das kurze Zeitfenster, kanalisiere die Macht in meiner magischen Kralle und stürme auf den verrückten Zirkusdirektor zu. Zack, ich habe seine Waffe und deren Angriff dupliziert. Und das ist der Clou in Thymesia. Ihr könnt mit eurer Kralle die Waffen und deren einzigartige Attacken von euren Gegnern mopsen. Diese sogenannten Seuchenwaffen machen dann besonders viel Schaden, sie können aber auch heilen oder kurzzeitig passive Fähigkeiten buffen. Die Seuchenwaffen lassen sich zunächst aber nur einmal einsetzen und müssen im Anschluss erneut geklaut werden. Das allein sorgt schon für eine spannende Dynamik in den Kämpfen.
lasse ich meine Deckung offen und riskiere den vergleichsweise langsamen Waffenklauangriff oder konzentriere ich mich auf schnelle Nadelstichattacken und flotte Ausweichmanöver. Zudem frage ich mich anfangs bei jedem neuen Gegner, welche besondere Attacke ich diesem Fiesling wohl abluchsen kann. Und das ist noch nicht alles. Wenn mir eine dieser Seuchenwaffen besonders gut gefällt, kann ich sie an einem Checkpoint permanent freischalten und später auch noch verstärken. Später kommen so beim Aufleveln der Ausrüstung oft sogar noch Spezialfunktionen oder alternative Angriffe dazu. So kann ich mit meiner Seuchenhellebarde nicht nur nach vorne pieksen, sondern schwinge sie bei Bedarf mehrere Male um mich herum, um Flächenschaden auszuteilen. Das Aufwerten der Waffen funktioniert mit Kristallen, die man im Level finden kann oder von Gegnern mit genau dieser Waffe bekommt. Das motiviert, bestimmte Gänge noch einmal abzulaufen, und es artet mit den passenden Fähigkeiten auch nie in quälend langen Grind aus. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber dennoch. Erwischt euch einer der Gegner, während ihr eine Spezialattacke mit einer solchen Waffe ausführt, bekommt ihr kein Trefferfeedback. Wer dann keinen Blick auf den eigenen Lebensbalken hat, ist ratzfatz tot. Die Entwickler sagen, das sei kein Bug, sondern eine bewusste Designentscheidung. Wir sagen, blöde Designentscheidung. Ein interessantes System ist hingegen der Wechsel zwischen normalen und schweren Angriffen, zu dem uns Thymesia im Kampf zwingt. Mit dem Standardsäbel kratzen wir den Gegner nämlich nur sehr wenige Punkte vom Lebensbalken. Allerdings wird ein Teil der Leiste grün. Legen wir jetzt mit einem schweren Angriff nach, bleibt der Schaden bestehen. Machen wir das aber nicht, füllen sich die gegnerischen Lebenspunkte nach einer kurzen Zeit wieder auf. Das zwingt uns, aggressiv und ohne Pausen anzugreifen. Eine Ausdauerleiste gibt's bei Thymesia hingegen nicht. Allerdings können wir beispielsweise die Ausweichbewegung anpassen und entscheiden, ob wir lieber zwei kurze Ausweichdashs machen oder besonders weit rutschen wollen. So können wir dann aus dem Angriffsradius der Feinde entkommen oder schnell wieder für einen Gegenschlag an die Gegner ranzleiten. Selbst den schweren Angriff können wir entweder zu einer Combo aus schnellen Attacken aneinanderreihen, für die wir aber schon ziemlich nah am Gegner dran sein müssen, oder wir stecken Fertigkeitspunkte in eine langsam ladende Attacke, die uns aber aus sicherer Entfernung dann ganz rasch direkt an den Gegner heranzieht. Dieses Freischalten und Anpassen der Angriffe und Fertigkeiten könnt ihr über dieses Menü übrigens auch jederzeit wieder rückgängig machen und so euren Spielstil immer wieder verändern. Ihr habt nämlich niemals genug Punkte, um alle Updates gleichzeitig freizuschalten. Alles in allem greifen die Mechaniken des Kampfsystems dabei sehr schön ineinander und lassen so manches Duell wie eine einstudierte Choreografie wirken. Die Seuchenwaffen und die Fähigkeiten sorgen dabei für den nötigen Tiefgang und bringen genügend Varianz ins Spiel. Nur leider kommt auch hier die überschaubare Spiellänge zum Tragen, denn es gibt zwar eine große Anzahl an Seuchenwaffen, aber bis der Abspann läuft, werdet ihr die wenigsten davon hochgelevelt haben. Bevor man sich mit einigen der Waffen warm spielen kann, ist Thymesia nämlich schon wieder vorbei. Immerhin hinterließ das Spiel während des Tests aber einen guten technischen Eindruck. Es gab keine störenden Frame-Drops und auch der Detailgrad ist im Vergleich mit den früheren Vorschauversionen nochmal spürbar gestiegen. Okay, hier und da verkantet sich mal ein Gegner, aber das ist nicht weiter der Rede wert. Nicht so schön umgesetzt sind hingegen die Levelbegrenzungen, die passen nämlich oft nicht zu ihren dazugehörigen Texturen, weshalb wir prinzipiell immer einen guten Schritt vor einer Wand entlanglaufen, anstatt sie direkt zu berühren. Das trägt dann noch mehr zum Eindruck einer Fassade bei, insgesamt wirkt alles ein bisschen rumpelig, so als sei den Entwicklern irgendwann Zeit und oder Geld ausgegangen. Das macht sich bei der Spielzeit natürlich am deutlichsten bemerkbar. Das Ende flimmert nämlich äußerst abrupt über den Bildschirm. Es gibt eigentlich nur drei Hauptgebiete und einen finalen Bosskampf und dann noch eine Handvoll Nebenaufträge, die teilweise in leicht veränderte, alte Level führen, manchmal aber auch neue Subregionen freischalten und sogar eng mit der Hauptgeschichte verknüpft sind. Ihr solltet die Nebenmissionen also auf keinen Fall links liegen lassen. Auch weil es hier ein paar wirklich coole Bosskämpfe gibt und die sind in Thymesia genretypisch ein echtes Highlight. Aber auch mit den Nebenmissionen rollen bei Souls-Profis wahrscheinlich schon nach weniger als 10 Spielstunden die Credits über den Monitor. Das ist verdammt wenig für diese Art von Spiel, bei der ein Großteil der Gameplay-Zeit ja auch noch aus dem Ablaufen und Erfahrungspunkte-Farmen von bereits bekannten Gebieten besteht oder man sich auch mal längere Zeit die Zähne an einem Boss ausbeißt.
Natürlich erwarten wir von einem kleinen Studio, wie es Overborder ist, keine ellenlange Reise. Jedoch können sich einige gute Gameplay-Mechaniken in der kurzen Spielzeit schlicht nicht entfalten. Und darunter leidet dann das gesamte Produkt. Als ich an dem Punkt war, an dem ich das Kampfsystem wirklich verinnerlicht hatte, war Thymesia auch schon wieder vorbei. Eine Möglichkeit, das Spiel nochmal mit allen Erfahrungspunkten und freigeschalteten Waffen von vorne zu starten, also im New Game Plus Modus, hätte das Problem zumindest in Teilen aushebeln und mir die Gelegenheit geben können, alle solchen Waffen einmal gescheit auszuprobieren, aber bislang gibt's den noch nicht. Auch deshalb fühlt sich Thymesia unterm Strich oft nur wie ein halbes Spiel an. Und doch hatte ich einen Heiden Spaß beim Test. Nach der erschlagen großen Spielwelt von Elden Ring kam mir ein klassisches, lineares Souls-like gerade recht, auch wenn ich mit Corvos neuartigen Moves erstmal ein bisschen warm werden musste. Sobald man aber die meisten Mechaniken verstanden hat, geht das aggressive Kampfsystem in Fleisch und Blut über und man tänzelt förmlich durch die Spielwelt. Vor allem die mächtigen Seuchenwaffen laden zum Experimentieren ein. Die starken Angriffe unterscheiden sich maßgeblich voneinander und sorgen damit auch für die nötige Motivation, wirklich alle mal auszuprobieren. Diese perfekt aufeinander abgestimmten Spielmechaniken machen es für mich auch umso leichter, bei einigen anderen Schwächen ein Auge zuzudrücken. Denn das, worauf es letztlich ankommt, funktioniert hier tadellos. Den Gegnern mit schnellen und mächtigen Moves die Rübe einzudellen. Sollte es also jemals ein Thymesia 2 geben, könnten sich die Entwickler dort ganz aufs Erstellen von mehr Inhalten konzentrieren. Am Gameplay müssten sie nicht mehr groß schrauben, da sind die nötigen Grundlagen jetzt schon im ersten Spiel exzellent etabliert. Ja.